Hallo und herzlich willkommen auf Hof Bergmann Reloaded zusammen mit Lukas und David. Yo, hallo. So, jetzt gucken wir, dass jetzt. Oh nein! Es ist schon wieder passiert, Lukas. Ja, ich bin eher auf dem Weg. Oh nein, ich verschmutze gerade hier das Wasser. Da fallen die Müllsäcke in den Fluss rein. Oh Gott. Unfall direkt zu Beginn der Folge. Richtig versenkt oder was? Nee, immer wenn ich bremse, dann knallt dem die Deichs in den Boden rein, dann haut das Ding voll auf die Bremse und dann fliegen mir die Säcke runter immer von dem Anhänger. Hatte ich auch noch nie, so eine Scheiße. Das ist echt übel, da fliegt echt alles runter. Ich kann auch jetzt nicht mehr mit dem Fiat weiterfahren, jetzt ist ja hier nur noch Berg- und Talbahn angesagt. Ja, ich komme, ja, der hat eine Höreranhänger, guck doch mal fischen. Ja gut, ansonsten hätten wir noch den MB-Truck. Ich glaube, der hat auf jeden Fall eine Rohr. Aber das war's echt mies. Ich glaube, die verdienen damit aber ein kleines bisschen Geld. Hör mal bitte den Fiat ab. Ist schon. So, wollen wir mal schauen. Ja, es sieht so aus, als wäre der ganze Kram hier komplett fertig. So, jetzt. Ja, Setzlinge. Ist ein bisschen weit jetzt. Ja, definitiv höher, aber besser nicht. Als eben, jo. Jo, alle sind fertig. Ja, schön. Bin einer noch drauf, dann. Guck mal noch, ob nichts noch im Kram drin liegt, Lukas. Nicht. Ja, sehen tut man nur, wenn man aussteigt und guckt. Ich sehe doch von der Außenkamera da unten drin. Ja, da ist noch ein, aber. Hier stehen auf einmal mehrere Kisten mit Rotkohl. Ja, vier können spawnen da. Eis hat drüber geworfen. Ich dachte, wir hätten nur eine halb volle oder so. Die steht vorne. So. Da steht auch noch eine leere ganz hinten. Lässt du den hoch, okay. Ja, ich fahr ein bisschen an. Hey, irgendwie verstehe ich das nicht. Was denn? Hier stehen vier Kisten. Eine halb voll, eine ganz leer und zwei ganz voll. Aber die ganz leere und also direkt am Ausgang stehen volle. Okay, vielleicht wird es falsch rum vom Spawn her. Ja, keine Ahnung. Aber beim letzten Mal, als wir hier gearbeitet haben, haben wir quasi bei mir die ganze Zeit nur in dieselbe Kiste geladen. Ja, bei mir auch. Aber jetzt hat er anscheinend irgendwie nachkorrigiert, der Server. Hast du vielleicht da so Probleme mit da? Oha, ich habe auch jetzt richtig viele. Dynamic Mount Attacher hat einen Fehler. Bei mir. Okay. Klingt nicht gut. Hm. Gut, ich weiß nicht, was es ist dafür. Kenn ich das zu wenig. Also angeblich sind in jeder Kiste 92 Köpfe. Es ist zu wenig, da müssen 500 drin sein. Und da stand 92, 100%. Optisch wird das ja auch eher hinkommen als 500. Weil so ein Rotkohlkopf ist ja durchaus auch ein bisschen was. Ja. Ja. Ja, geil. Wir werden das bei Zeiten mal verkaufen. Und dann wollen wir mal schauen, was da bei rumkommt. Bei mir spinnt hier irgendwas. Bei mir geht die ganze Zeit das Tor hier auf und zu, wo der MB-Truck drin steht. Kann es sein, dass du mit der Maus gerade irgendwas machst? Nein. Aber das habe ich schon mal, wenn ich irgendwie versehentlich auf die Maus klicke und stehe irgendwo in einem Tor. Ja, ist halt nicht so geil. Nee, das ist irgendwie merkwürdig. Irgendwie will mich das Spiel hier gerade verarschen. Habt ihr das auch, dass das Tor hier die ganze Zeit auf und zu geht bei euch?
Ich habe auf jeden Fall mal wieder das Problem, dass ich nichts aufheben kann. Hey, jetzt! Weißt du, man muss das nur sagen, dann... Dann geht's auf einmal doch. Den Wagen kann man ja gar nicht kippen hier. Nee, schön von Hand. So wie ich rein, du raus. Ich kann es hinten die Klappe öffnen, kann es hinten rausschieben. Du kannst eine Rampe hinten anbringen, kannst du Sachen reinstellen. Irgendwas spinnt hier ein bisschen. Bei mir geht die ganze Zeit das eine Tor auf und zu. Ja, Daniel hat es kaputt gemacht, würde ich sagen. Nee, ich habe das nur gesehen. Ja, ja. Gehört. Ich war das nicht, das war schon immer kaputt, oder wie? Was kommt schon in die große Dings, ne? Kriegst du Geld? Nö. Mann. War doch hier mal in das große Loch rein, oder nicht? Ey! Wer stellt sich denn da in den Weg? Ja, will man seinen Rotkohl in den Behälter schmeißen? Jetzt fahr ich noch ein Stück rückwärts. Ja, genau, und dann schmeiß ich dir das in den Nacken, weil du mir da in den Weg springst. Bring nicht in den Weg, ich versuch das gerade wegzumachen. Ja, ich sag ja, du stehst im Weg. Jetzt müssen wir alles wieder reintun. Und jetzt rennt er auch noch weg mit dem Ding. Ja, ich fahre jetzt weg. Also kriegst du kein Geld jetzt? Ich krieg gar kein Geld aktuell. Ich hab nicht jetzt Säcke reingeworfen. So. Lukas. Ja, schau mal hier. Da rein. Richtig? Ne, die gehen ja nicht weg, siehst du das nicht, Lukas? Ja, deswegen hab ich ja. Deswegen frag ich ja. Du Geld kriegst, dann hab ich jetzt in der welche drauf. Ne, du musst gucken, wo da. Oh, ich denk, gucken mit F5, ey. Guck, wo der. Ja, hier hast du auf jeden Fall jetzt. Hier hab ich jetzt keine FPS mehr. Hier? Hier hab ich jetzt noch stolze 6 Stück. Wo seid ihr denn? Kannst du mal ganz kurz in die Grube kommen, bitte? Bestimmt, wenn ihr da nur 5 FPS habt, da hab ich auch Bock, mich da reinzusetzen. Ja, mit F5, ne? Also. Ich sehe auch keinen Trigger. Haben die mein vergessen, Gott. Jetzt den Trigger hier hinzubauen? Das hatten wir auf der anderen Map offen, aber ich weiß nicht, was das, die Lösung dafür. Irgendwie war das hier mitten auf dem Feld, wo sie das nächste Feld. F4. Das kann nicht sein. Ich gebe schon mal eine Runde von dem Zeug weg. Ich kann das auf jeden Fall nicht mehr anheben. Nicht? Nee. Ich auch nicht. Warte mal. Jetzt versuche ich es mal mit einem Sack. Das kann ich da anheben. Und einmal zack, alles rein. Was macht ihr denn da? War da vielleicht jetzt weiter hier drüben einer? Der Trigger ist weg. War der hier drüben vielleicht einer irgendwie? Nee, der Trigger ist weg. Ich sehe auch keiner, vielleicht irgendwie. Nee, aber ich schmeiß doch nicht noch mehr. Aber meine Lok macht auch gerade so ein bisschen mehr, obwohl es geht. Wollte gerade sagen, die macht gerade ein bisschen mehr als gewohnt. Rotkohl. Ich habe richtig Bock, die zu verkaufen. Was bringt jetzt nochmal die Tonne? Ja, das hat sich wohl jetzt erledigt mit dem Müll. Disconnected from your channel. Ups. Weg ja, ist er. Ich weiß nicht. Lukas. Soll ich ihn ziehen? Ja, mach ich. Hallo. Ich wollte gerade mit 15.000 pro Palette. Hm.
Geil, bei mir, ich hab, bei mir spinnt alles jetzt. Bei mir steht jetzt immer noch Palisade anbringen. Obwohl, das ist, glaube ich, nicht pro Palette, kann das sein? Also. Nee, pro 1000. Pro 1000, also quasi 10 Paletten. Aber dann ist das gar nicht mal so viel Geld. Lukas, kannst du mir sagen, wie die Klappe zugegangen ist am Schinden? Mit beiden Maustasten drücken und dann rechter, links. Du kannst das hier vorne auch hoch machen mit der rechten Maustaste, war das, glaube ich. In einer Richtung. Hol mal mit mir die Säcke da unten hoch, das bringt ja so nichts. Aber man kann es auch im Kraftwerk verkaufen. Ja, ja, da müssen wir jetzt auch hin. Schreibt Andy mir gerade. Problem ist nur, wie kriegen wir die da raus? Ein Nebenhof laufen. Ja, du kriegst aber nicht alle raus. Alle bekommen. Ach, nee, ich kann das. Aber ich weiß nicht, irgendwie bei Hof Bergmann haben wir öfters Chaos-Folgen, finde ich. Ja, ist halt einfach anfällig, ne, bei so vielen verschiedenen Sachen. Läuft halt nicht alles so ganz smooth wie auf anderen Maps. Ja, genau. Dafür hat man halt viele Funktionen. Das stimmt. Naja, wie sieht's aus zeitlich, David? Wir haben noch Zeit. Okay. Ich habe jetzt nämlich mir vergessen zu stellen. Ah ja, ich glaube, wir haben noch Zeit bis zu 17 nach oder so. Ja, das könnte sein. Ja, sogar noch mehr. 19 nach oder so. Okay. Ja, ich bin gerade noch am Brotkohle einsammeln. Ja, ja, wir sind hier Schaden am Regulieren. Die Müllmänner, die Wenn Müll ihr nichts kaputt macht, müsst ihr auch nichts reparieren. Lukas hat kaputt gemacht. Bin nix schuld. Trigger weg. Lukas nix schuld. Lukas nix schuld. Trigger weg. LKW ja, liegt auf Spiegel. Du, weißt du einfach alle. Vor allem, weißt du, anstatt dass du einmal rein wärst, einfach mal den Heimhänger reingefeuert. Für mich war das klar, dass es funktioniert. Hat immer funktioniert. Ja, immer ist aber nicht immer. Hoffentlich lernst du daraus, mein junger Padawan. Okay. Hoffen wir es, ne? Ja. Hab dem auch geholfen, die Musik raus. Wem? Ja, vor allem, ich sammle jetzt schon wieder Müllsäcke. Jetzt sammle ich sogar Müllsäcke schon aus der Mülldeponie raus. Das ist ja, echt ist das niedere Arbeit, ey. Überlegen, was der Typ sich daneben denken muss. Hier ich glaube, weil du weißt, du wärst auch so jemand als Pfandflaschensammler, du wirst nach Aldi gehen und die schon gesammelten einsammeln. Natürlich, ich würde einfach den Automat aufbrechen und sie wieder durchjagen. Ja. War das nicht vor ein paar Jahren mal, dass irgend so ein Getränkemarktbesitzer quasi mit seinem Pfandautomat beschissen hat, indem der immer dieselbe Flasche da tausende Male durchgezogen hat. Kann Sinn, aber ich weiß nicht, ob dem das was bringt. Doch, das bringt ihm was. Der irgendwie 30 oder 40.000 Euro hat er, glaube ich, damit dann erschmuggelt. Durch. Ja, aber wie denn? Der muss doch den Gegenwert an Plastik dann an den... Nee, das ist ja Mehrweg. Das muss ja nicht sein... Der Pfand kann ja quasi auch von anderen Fialen kommen, ne? Beziehungsweise halt von anderen Getränkehändlern und so. Am Ende ist ja Pfand so eine Plus-Minus-Null-Geschichte, oder? Ja, ich frag mich, wie das gehen soll. Aber gut, manchmal denke ich sowieso, was manche für kriminelle Energien entwickeln, das ist schon sagenhaft. Ja. Lukas? Ja, bitte. Der Sack hier ist dein Nemesis. Warum? Ich krieg den nicht da raus. Bin ich eigentlich auch nicht mal raus hier drüben, denn. Aber der Rotkohl ist heute bei mir auch wieder hartnäckig. Ich darf immer 5-mal drücken, bis ich den mal einmal in der Hand habe. 5-mal sogar, ja? Ja, keine Ahnung, halt oft. Manchmal nehme ich dann auch einfach erstmal einen anderen. So oft. Ach man, jetzt. Jetzt hab ich. Mann. Jetzt da hab ich einen. Danke. Bitte. Zu dem mühevoll da rausziehen, ne? Ja, und? Ist da kommt dein vorbei. Meins. Da steht nur da ein Räuspatzig, ne? Wer? Der Typ da drüben. Ja, der denkt ich auch, ey. Ja, Affen. Ja. So, jetzt kannst du auch die zwei Müllsäcke da rausfriemeln, dann hast du es geschafft. Zwei? Ja. Da wo ich stehe, ist nur einer und den da vorne. Den einen habe ich schon mal. Ich
den denn da hingekommen? Keine Ahnung, wie den da hingeworfen hat. Ich krieg ihn auf jeden Fall nicht raus. Mit Gefühl. Es gibt kein Gefühl. Mein Gott. Mein Gott. Oh, cool. Ich geh mal zu David. In der Zeit. Ja, ich brauch noch ein paar Jahre. David, was passiert denn hier? Ja, weiß ich nicht. Dinge. Hier liegt der Rotkohl im Dach. Ja, ja. Auf dem Dach? Muss so. Auf dem Dach habe ich noch keinen geschmissen eigentlich. Ich glaube Mülltonne, also Müllsäcke und Rotkohl zur selben Zeit, Mann. Das ist glaube ich für den Server echt nicht so geil. Ich hab ihn rausbekommen. Sehr gut. Ja, ich habe extra immer den Eimer hier nur, also ich habe den schon einmal ausgeleert. Oh, nee. Ich fang jetzt an hin und her zu backen auf der Map. Deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Jo, ja, ich jetzt eher an der Zeit. Ich habe gerade gar nichts mehr. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder, hoffentlich mit besserer Performance. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, bis dann und tschüss. Ciao. Tschüss.